Ich sag mal, wie es ist. Ich fühle mich gerade ein bisschen. Ich glaube, wir sind so ein bisschen gearscht. Auch nur so ein klein, ganz klitzekleines bisschen. Heidelberg hat schon mal Dings. Ja, ich, genau. Ich forsche nach Schießpulver. Aber sonst geht's euch gut. Wir forschen die Physik. Die brauchen mal dringend ein stärkeres Militär. Wir bauen eine Legion. Ja, es war klar. Das war auch klar. Und das war auch klar. Und das war auch klar. Ah. Ihr alten Revolutionäre. Es ist echt nicht zu fassen. Das Problem ist jetzt, wenn der Bau hier zum Erliegen kommt, was soll ich da machen? Ihr müsst einfach bauen, Leute. Mehr müsst ihr nicht machen. Ich habe das doch schon alles in Auftrag gegeben. Ihr müsst einfach nur noch machen. Ich habe doch kein Geld. Wenn ich cheate, dann ist es zu einfach. Das ist das Problem. Wenn ich cheate, ist es zu einfach. Dann kann das wirklich jeder schaffen. Aber ich will es nicht mit Cheaten schaffen. Ich will es auf ehrliche Weise schaffen. Cheaten, das könnte ich, wenn ich ein Replay mache, ja. Oder ein Special, dann kann es mir egal sein. Aber so? Nö. Cheaten kann doch jeder. Was machen wir jetzt? Tja. Ja. 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 Schnauze. Jetzt kommt ihr auch noch an, die finanziellen Mittel werden knapp. Sag mal, Leute, wollt ihr mich jetzt... Alter! Oh! Wollt ihr mich natzen? Da kann ich doch gar nicht gegen ankommen. Alter, das geht ja nur noch bergab hier. Du Scheiße. Das geht ja nur noch bergab. Oh. Nee, dieses Let's Play steht echt unter keinem guten Stern. Alter. Also ich sage euch, sobald es dann losgeht, von wegen Verbesserung verkaufen, damit wir Geld haben, fange ich das Cheaten an. Also dann muss ich dieses Prinzip leider über den Haufen schieben, weil das geht dann nicht anders. Weil sonst ist dieses Let's Play echt gelaufen. Und ich habe keine Lust, das abzubrechen. Dann muss ich tatsächlich cheaten. Das tut mir dann auch echt leid. Für diejenigen, die sich auf ein ehrliches Let's Play gefreut haben. Aber wenn das so losgeht, nee, dann tut mir das leid. Die rebellieren da alle, es kommt auch keine Ruhe ein und die Staatskasse bricht auch zusammen. Was soll ich da machen? Da kann ich nichts machen. Die bauen nicht. Wenn die nicht bauen, dann kann ich auch keinen Fortschritt machen. Und ihr habt ja gesehen, die Regierungsform zu ändern bringt auch nichts. Und dadurch, dass wir jetzt noch weiter zurückfallen... Nee, damit ist mir nicht geholfen. Und euch auch nicht. Ihr wollt ein schönes Let's Play sehen und kein Let's Play, wo alles am Abkacken ist. Ich meine, manche von euch, die werden sich jetzt dran ergötzen, so, ha, der kriegt das nicht auf die Reihe. Ja, toll. Ja, schön, den kann ich nur raten. Leute, zieht euch das Spiel selber ran. Ihr werdet euch wundern, wie scheiße schwer das ist. Ne? Weil, wie gesagt, mit Civilizations 5 kann man das echt nicht vergleichen. Das sind Welten, die dazwischen liegen. Ja, Schnauze. Mann, haltet doch einfach die Fresse. Überschuss 0. Wisst ihr was, dann hungert ihr eben. Ist mir doch auch egal. Damit endlich mal Ruhe hier reinkommt. So, Pech gehabt. Und gibt ihr, kriegt ihr jetzt eben auf die Fresse, ist mir auch egal. Mann, werde ich jetzt eben harte Maßnahmen hier anlegen. Glaube ich ja wohl nicht. Überschuss 0. Dann hungert doch. Ist mir doch egal. Echt. Idioten. Bande von Idioten! Da kommt der Klaus Kinski jetzt in mir durch. Hilfe.
Das sind jetzt harte Maßnahmen, die ergriffen werden hier. Es kommt die diktatorische Ader durch. Ist nicht gut. Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Aber ich kriege einen Teppich. Super. Darauf würde ich sogar verzichten, damit das endlich mal ein bisschen besser läuft. Bin ich ja ganz ehrlich. Aber wenn die Leute nur noch am Rebellieren sind, dann gibt's jetzt auf die Fresse. Dann hungern sie halt. Normalerweise würde das erst recht zum Aufstand anstacheln, aber mir bleibt hier leider nichts anderes übrig momentan. Ich kriege ja wirklich nur auf die Fresse. Ruhe in München wiederhergestellt, es wurde auch Zeit. Ruhe in Frankfurt wiederhergestellt, wurde auch Zeit, wurde auch Zeit. So, jetzt ist Ruhe. Scheiße, das war falsch. Ah! Mann, wisse, diktatorische Maßnahmen werden gleich verstanden. So muss das laufen. Und schon wir sind... Das ist nicht zu fassen, echt. Einfach mal direkt ins in your face und schon läuft es. Das ist nicht zu fassen. Echt nicht. Schön, dann wird der letzte Part so richtig schön diktatorisch angehaucht. Geil. Lang lebe der Imperator, oder wie war das? Oh Mann. Ja, die Russen bauen wieder ein Mangel ans Entdeckungsreise, sollen sie. Sollen die Russen bauen, ist mir egal. Hauptsache meine Bevölkerung kommt jetzt endlich mal wieder zur Ruhe. Und fängt endlich mal wieder an, vernünftig zu arbeiten. Ne? Ich brauche Arbeiter. Arbeit, Arbeit, Arbeit! Oh, jetzt fängt die nächste Stadt an zu rebellieren. Ich glaub's nicht. Schnauze! Und ihr ändert auch mal eure Haltung. Von Siedler zu Legion. So. Es ist echt nicht zu fassen. Scheiße, geh doch nicht! Hunger, du Sau! Okay, ich bin ruhig. Das ist unglaublich. Oh Mann. ...1670. Revolution in Preußen wurde abgewendet. Fürs Erste. Und ich weiß, da ist ein Soundbug gerade in der Musik drin. Dann werde ich mich auch gleich mal drum kümmern. Es tut mir jetzt leid, wenn ihr euch das anhören müsst. Ruhe in Königsberg wiederhergestellt. Preußische Wissenschaft. Und so, ne? Physik auf jeden Fall. Grundvoraussetzung in Navigation, Lese- und Schreibkunst. Erlaubt Forschung nach nuklearer Theorie. Schwerkrafttheorie nötig. Erlaubt Forschung nach Magnetismus. Eisenarbeit nötig. Erlaubt Forschung nach Dampfmaschine. Erfindung nötig. Keine Einheiten, keine Verbesserung. Scheiße. Monarchie. Jetzt aber wirklich. Leipzig baut Hafen. Sehr schön. Wir haben mal einen Hafen gebaut. Yay. Und jetzt baut ihr eine Bank, ihr Arschlöcher. So. Nein, das sind keine Arschlöcher. Das sind treue Gefolgsleute, haben bisher nicht rebelliert. Das rechne ich ihnen hoch an. Die Leipziger sind friedlich, während alle anderen rebelliert haben. Unfassbar aber wahr. Ich liebe diese Musik. Sage ich ja gerne wieder. So, jetzt wird gebaut, Leute. Bauen, bauen, bauen. Schilde 10-10. Also das heißt, die Bank braucht gerade mal 12 Runden. Das finde ich gut. Die Legion ist nächste Runde auch fertig. Das ist auch ganz gut. Aber ich glaube, ich werde noch eine zweite Legion bauen lassen, tatsächlich. Dass wir dann die Stadt mit zwei von denen sichern können. Die nächste Stadt. Weil ich habe ja aus dem Fehler in Nürnberg gelernt. Ne? Die armen Nürnberger wurden gnadenlos abgeschlachtet. Das wäre wieder was für die Presse. Die bösen Russen. Aber ist egal. Wir bauen die Stadt wieder auf und dann ist gut. Wir haben Frieden mit den Russen. Ich hoffe, der hält auch. Er sollte halten. Jetzt gibt's Ärger. Da wird Papa böse.
Ja, wir können nichts machen. Das ist eine ganze Menge, was wir machen können. Nämlich nichts. Schön. Die Schatzkammer füllt sich wieder. Die Forschung funktioniert. Die Leute arbeiten. So muss das laufen. Schon unglaublich, was eine eiserne Faust so alles bewirken kann. Sie hungern zwar dafür, aber wenn sie dafür arbeiten, ist es mir das durchaus wert. Es hört sich grausam an, ich weiß. Es ist eigentlich auch grausam. Aber ihr seht ja, es zeigt seine Wirkung. Sehr schön, die Legion ist fertig. Die macht sich auch gleich auf den Weg. Hätte ich eigentlich mit der Karawelle dahin fahren können, aber ist, naja, ist egal jetzt. Entschuldigt, da musste ich gerade aufstoßen. Und ich hoffe tatsächlich mal, dass nach dem Kolosseum endlich mal Ruhe reinkommt in den größeren Städten. Also Hamburg wird danach, denke ich mal, gleich ein Aquädukt bauen, weil die brauchen das wirklich dringend. Aquädukt, weil die, ihr seht ja, Stufe 7 und Stufe 8 geht es los. Mit der Revolte, so von wegen, ja, wir brauchen Wachstum und, ne, und so. Und wir können nicht wachsen, weil wegen fehlendes Aquädukt. Hm. Ist übrigens ein römisches Bauwerk, genauso wie das Kolosseum. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnt haben. Für diejenigen, die es eventuell nicht gewusst haben. Das dürfte die Legion aus Königsberg sein, wenn ich mich nicht irre, ne? Genau, das ist die Legion aus Königsberg. Die schreitet weiter voran und freut sich dabei tierischen Keks. Ich freue mich auch tierischen Keks, denn jetzt herrscht gerade Ruhe. Ist herrlich, diese Ruhe, oder? Herrlich. Ich nehme das übrigens an einem Mittag bzw. jetzt Nachmittag auf. An einem Donnerstag. Und wir dürfen unseren Thronsaal nochmal bearbeiten. Yay. Und zwar den Teppich. So, hier werden die ganzen Fälle mal ersetzt. Bevor die Peter wieder ausrastet. Die Preußen erhalten Philosophie von Großbibliothek. Ja, die Chinesen haben die ja schon weit vorher entwickelt. Grundvoraussetzung Mystik, Lese- und Schreibkunst. Erlaubt Forschung nach Kommunismus. Industrialisierung nötig. Erlaubt Forschung nach Medizin. Handel nötig. Erlaubt Forschung nach Monotheismus. Polytheismus nötig. Erlaubt Forschung nach Universität. Mathematik nötig. Ein freier Fortschritt für die erste Zivilisation haben leider schon die Chinesen kassiert. Und zwar weit vorher. Nehmen übrigens gerade 54 Minuten auf. Dass dieses japanische Schiff da am Rumtuckern ist, das finde ich auch nicht so geil. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. So, einer passt noch rein. Du kannst dich trotzdem mal dezent in Bewegung setzen. In Heidelberg ist auch eine Legion fertig geworden. Das ist ganz gut. Und ihr seht, auch die Köpfe haben sich verändert von den Bewohnern, von der Bevölkerung. Die sind friedlich. Gut, dann kriegen sie den wieder. Die sind leider noch nicht friedlich. Aber das wird auch noch kommen. Über kurz oder lang. Die haben auch immer noch ihren revolutionären Geist. Meine Güte. Alles Revolutionäre hier ist ja furchtbar. Immer diese Revolutionäre. Geht ja gar nicht. Leipzig ist friedlich, hat aber keinen Überschuss. Jetzt haben sie schon welchen. München ist auch immer noch Unruhe und die haben viel zu wenig Soldaten. Aber sie bauen erstmal das Kolosseum. So, eine Legion für Heidelberg. Wunderbar, weiter geht's. Es läuft. Das Militär wird stärker, die Wirtschaft blüht, die Forschung funktioniert. Es läuft. Und vor allen Dingen die nächste Expansion für Deutschland steht an. Friedliche Expansion. Ja, man kann auch friedlich expandieren. Das geht. Und zwar ziemlich gut sogar.
Berlin baut Kolosseum. Seid ihr jetzt endlich zufrieden? Kann ich jetzt weiter meinem Werk nachgehen? Danke. Wirklich sehr freundlich von euch. Mangelands Entdeckungsreise. Zumindest versuchen. Falls die Russen das doch vorher fertig kriegen sollten, können wir immer noch Marco Polos Botschaft bauen. Die Preußen erhalten Astronomie von großer Bibliothek. Also ihr seht, die Bibliothek hat echt für uns einen riesen Nutzen. Grundvoraussetzung Mystik, Mathematik, erlaubt Forschung nach Navigation, Seefahrt nötig. Erlaubt Forschung nach Schwerkraftstheorie, Universität nötig. Verbesserung Kopernikus Sternwarte, haben glaube ich die Russen schon gebaut. Oder? Ich weiß das jetzt gar nicht. Kopernikus war übrigens ein polnischer Denker? Polnischer Astrologe? War er polnisch? Ich glaube, er war polnisch. Kopernikus? Ich weiß es nicht. Müsste man echt mal nachforschen. Guckt einfach mal bei Wikipedia und könnt ihr das dann gerne in die Kommentare schreiben. Geschichtliche Funfacts sind sowieso stets herzlich willkommen. Also falls ihr welche aufzubieten habt, gerne reinschreiben in die Kommentare. Vielleicht lernt man dann noch das eine oder andere. Vielleicht können dann die einen oder anderen von euch, die eventuell noch zur Schule gehen und Geschichtsunterricht haben, noch in dem einen oder anderen Geschichtsunterricht glänzen. Ist ja nie verkehrt. Das wäre schon geil. Und dann auch ein Let's Play verweisen. Herr Lehrer, ich habe das Let's Play von den und den geguckt. Es war unlogisch, aber man kann es ja mal in den Raum werfen, ne? Vor allem das Schöne ist, wir haben jetzt über 100 Goldstücke in der Kammer. Das ist ganz cool. Ich habe echt schon gedacht, ich muss echt schieben. Aber nein, stattdessen ergreife ich einfach harte Maßnahmen und schon läuft das. Wenn man den Motor zum Laufen bringen will, dann so. Sollte man eigentlich nicht machen, aber ich habe so gemacht. Ach, Heidelberg. Ihr könnt es nicht lassen, oder? Gut, wie ihr wollt. Ihr zwingt mich dazu. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Wir erforschen übrigens Monarchie. So ganz am Rande erwähnt. Die Stunde ist auch fast erreicht. Das ist ganz gut. Das heißt, ab der nächsten Session werden wir dann auch eine neue Musik haben. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ich habe ja den dritten Titel bisher noch nicht abgespielt, aber das wird sich dann in der dritten Session ändern. Und nach der vierten Session könnt ihr, oder allgemein könnt ihr mir dann mal in die Kommentare schreiben, welche Musik ihr am besten findet. Ich hoffe nicht die erste. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich schwanke so ein bisschen zwischen der zweiten und der dritten Musik. Die gefallen mir am besten. Aber was auch interessant ist, die letzten drei Musikstücke sind alle drei irgendwie bugempfindlich. Nur die erste nicht. Weil die erste einfach so nervend ist. Die hat wahrscheinlich keiner abgespielt im Laufe der Zeit. Ich weiß es nicht. Ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, dass mein Vater die erste Musik damals gehasst hat. Ja, ich bin durch meinen Vater an dieses Spiel gekommen. Und mein Vater. Genauso wie bei Crash. Ich glaube, der hat sich das sogar mal bestellt, da war das noch ziemlich neu. Glaube ich. Müsste ich ihn mal fragen. Aber ich glaube, das war so. Damals, wo es für die PlayStation rauskam. Und Frankfurt baut einen Hafen. Wunderbar. Nachdem ihr den Hafen erhalten habt und immer noch Unruhe stiften wollt, baut ihr jetzt Kolosseum. So. Dann dürfte auch da Ruhe reinkommen. So, Königsberg hat einen weiteren Legionär gebaut. Das finde ich sehr schön. Den jagen wir auch gleich los. Und ihr baut dann ein Kolosseum, damit auch dort endlich Ruhe reinkommt. So, und der Legionär setzt sich in Bewegung. Der geht dann an Bord der Karavelle. Und die Karavelle schwingt dann geschwind mit ihren Segeln Richtung Alt-Nürnberg und gründet dort eine neue Stadt. Neu-Nürnberg. Oder so. Mal gucken, welchen Namen ich da annehmen werde. Auf jeden Fall ist Heidelberg ziemlich schnell hochgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass sie so schnell und so effizient hochkommen. Ich hätte nicht gedacht.
ja, wir nehmen jetzt über eine Stunde auf. Die eine Runde werde ich dann noch mitnehmen und dann ist Schluss für heute. Aufnahme technisch. Sehr gut. Ja, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und in der nächsten Session schreiten wir dann weiter voran. Hoffentlich dann auch mit anderer Musik. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und bleibt mir weiterhin gewogen, wenn es wieder heißt Let's Play Civilization 2 oder auch bei anderen Projekten. Ich weiß es nicht, man wird es sehen. Auf jeden Fall sage ich nun, euer Viper-Fan sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss.